Herr Iver Ohm, darf ich Sie jetzt noch vorne bitten zu informieren? Herr Iver Ohm spricht für die Stadtmacherin und vom Hidden Institute. Ja, von mir vielen Dank für die Einladung und für die Vorarbeit aller Beteiligten. Ich bin nicht nur für die Stadtmacher bzw. für den StadtmacherInnen eingeladen, hier zu sprechen, sondern vor allem für die Initiativen, die sich in dieser Stadt mit Beteiligung und Stadtentwicklung von unten auseinandersetzen. Warum? Weil ich im Juni 2017 gemeinsam mit anderen Initiativen und InitiativenvertreterInnen das sogenannte Stadtforum von unten mit veranstaltet habe in der Markthalle, weil uns das vom Senat angebotene Stadtforum in der Form nicht ausgereicht hat. Und wir in dieser Erarbeitung der Kritik des Stadtforums auch Beteiligung bzw. die Beteiligung an der Beteiligungsplanung eingefordert haben. Darüber hinaus habe ich, nur um das kurz zu ergänzen, gemeinsam mit Initiativen die letzten Jahre an einem Prozess gearbeitet, der die Installierung einer Arbeits- und Koordinierungsstruktur für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zum Ziel hat. Das heißt, dort in diesem Bezirk wird das, was hier als Ziel vorgegeben wird bzw. beschrieben wird, schon teilweise umgesetzt. Jetzt komme ich zu den zentralen Fragen von Beteiligung. Also als erstes möchte ich mal die Frage stellen, wer beteiligt eigentlich wen? Das wurde beim ersten Vorredner hier schon benannt, also nicht nur in Bezug auf welche Menschen mit welchen Hintergründen, sondern auch in Bezug auf die Frage, ob das Top-Down funktioniert oder Bottom-Up oder beides. Und wenn ja, ob diese zwei Richtungen, die auch strukturell in irgendeiner Form verankert werden müssten, unterschiedliche Formen von Prozessen betreffen. Beteiligung hat nämlich den Hakenfuß, sage ich jetzt mal, dass das immer so schön ist, wenn es so die Möglichkeit einer Beteiligung gibt, aber Menschen nicht die Möglichkeit haben, diese wahrzunehmen. Das heißt, es braucht sozusagen auch eine strukturelle Idee davon, nicht nur Beteiligung zu ermöglichen, sondern auch die Basis dafür zu schaffen, dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Und da hakt es oft. Das wird nicht mitgedacht. Also zum Beispiel könnte man darüber nachdenken, gesetzlich zu verankern, dass es im Jahr einen Urlaubstag für Beteiligung gibt. Als Beispiel mindestens, wird hier gerade gesagt. Dankeschön. Ihr habt das bestimmt an eigener Haut erfahren, was das bedeutet, sich an der Beteiligungsplanung zu beteiligen. Richtig? Ja. Das wird oft insofern nicht mitgedacht, als dass die Einstellung von Top-Down, immer heißt, mehr den Bürgerinnen und Bürgern oder in dem Papier werden eigentlich alle Menschen, die in dieser Stadt leben und arbeiten, da wird der Bürgerinnenbegriff nochmal erweitert, das finde ich sehr positiv, beteiligt werden, dann ist doch alles gut. Nein, es braucht auch die strukturellen Grundlagen dafür, dass sie die Beteiligung wahrnehmen können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die sozialräumliche Verankerung. Das wird in diesen Papieren auch mitgedacht, sprich die Umsetzung in den Bezirken. Weil, auch das wurde genannt, die jeweiligen spezifischen Anforderungen in den Bezirken und die Themen oft sehr unterschiedlich sind. Das heißt, die sozialräumliche Lage, sage ich jetzt mal, oder Entwicklung in Spandau ist eine andere als in Friedrichshain-Kreuzberg oder Treptow. Das sollte hier allen klar sein. Gleichzeitig geht aus dem Papier und den bisherigen Ergebnissen aber vor, dass die Umsetzung dieser bezirklichen Stellen nur angedacht ist, aber nicht für die bezirkliche verpflichtend ist. Da frage ich mich, ob diese Beteiligung der Bezirke, mögliche Beteiligung der Bezirke an der Beteiligung, an der dann Menschen beteiligt werden sollen, nicht dazu führt, dass die Bezirke sich eventuell vor der möglichen Beteiligung an Beteiligungsstrukturen nicht beteiligen und somit sowieso die Beteiligung verunmöglichen. Also auch hier muss die Struktur weiter durchgedacht werden, meiner Meinung nach. Das heißt, die ortsspezifische Reaktion auf diesen Anspruch, ich nenne das jetzt einfach mal ein bisschen Advocato Diaboli-mäßig Anspruch auf eine mögliche Verteidigung, sage ich schon, muss auf die Möglichkeit einer Verhandlung zugrunde liegen.
Das heißt, nicht nur die Verhandlungen sozusagen dessen, was hier erarbeitet wurde und die ständige prozesshafte Weiterentwicklung davon, das können, glaube ich, alle unterschreiben, zumindest von den Menschen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, dass das ein guter Anspruch ist, sondern eben auch die Implementierung davon in ortsspezifische Zusammenhänge. Unter anderem sollte das auch beinhalten, dass es ein Budget für diese Implementierung gibt. Weil, abgesehen von BürgerInnenhaushalten oder Ähnlichen, braucht die Umsetzung dieser Beteiligung innerhalb von bestimmten Projekten auch manchmal die Möglichkeit, zum Beispiel externe ExpertInnen sowie Rechtsanwälte oder Ähnliche dazuzuziehen, um eine Drittmeinung einzuholen. Das heißt, nur die Herstellung der Möglichkeit der Beteiligung alleine reicht manchmal nicht aus, sondern die strukturelle Implementierung bedarf es manchmal auch, dass diese Möglichkeit sozusagen konstruktiv umgesetzt werden kann. Gleichzeitig ist dann die Frage, wie diese berlinweite Stelle und die Bezirke zusammenarbeiten. Also wo wird was genau gemacht und wer trägt für was die Verantwortung? Diese Frage wird in diesem Papier teilweise aufgeworfen, aber meiner Meinung nach bisher nicht beantwortet. Das heißt, die Qualitätssicherung sollte bei beiden, also in den Bezirken, so auch auf Landesebene, meiner Meinung nach oberstes Gebot sein, um die mögliche Beteiligung nicht nur zu ermöglichen, also Frage nach Struktur, wie soll es für die Menschen überhaupt gehen, sondern wenn diese Frage beantwortet würde, auch zu gewährleisten, dass eine Verlässlichkeit, eine Nachhaltigkeit und eine gewisse Verbindlichkeit für die Ergebnisse der Beteiligung hergestellt wird. Weil sonst, ganz ehrlich, ich beteilige mich an nichts, wo ich nicht weiß, ob diese Arbeit, und ja, ich nenne es soziale Arbeit, also nicht nur freiwillige Arbeit im Sinne von freiwillig, sondern mit dem Bedürfnis, dass auch ein Ergebnis daraus entsteht, Verbindlichkeit schafft auf allen Seiten. Das heißt nicht, dass unbedingt meine Meinung die wichtigste sein sollte oder die von anderen Personen, aber dass sie gewertschätzt wird. Weil sonst brauche ich mich nicht zu beteiligen. Und das, da komme ich jetzt sozusagen zu den konkreten Punkten, also zum Beispiel zu der Anlaufstelle, da frage ich mich, warum in der Anlaufstelle, also der berlinweiten Anlaufstelle, warum keine Konfliktlösungsfunktion vorgesehen ist. Das steht so in diesem Papier. Und ich kann Ihnen versprechen, Beteiligungen verhandeln immer Konflikte. Also wer will mir weismachen, dass ein Beteiligungspapier Beteiligung verspricht und gleichzeitig Konfliktlösungsmechanismen ausschließt, wirklich Beteiligung will? Aber es kann ja sein, dass diejenigen, die das erarbeiten, andere Lösungsvorschläge dafür haben. Die habe ich nur in meiner Nachfrage drüben nicht sozusagen präsentiert. Aber ich möchte da einfach darauf verweisen, dass darüber weiter nachgedacht werden sollte. Zweitens, was ist mit den möglichen, ich sage jetzt mal funktionalen Unterstützungen, wie eine Akteneinsicht? In meiner Erfahrung, und ich habe viel mit Initiativen zusammengearbeitet, oder selber an Initiativen gearbeitet, ist die konkrete Beteiligung, also nicht nur eine Meinung zu äußern, sondern auch eine politische Arbeit umzusetzen, scheitert oft daran, dass die konkreten Funktionen, so wie zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz oder nach dem Informationsfreiheitsgesetz Akteneinsicht in bestimmte Verträge oder Ähnliches zu erhalten, so lange dauert, dass die meisten von uns sich das gar nicht leisten können, diese Arbeit umzusetzen. Das heißt, Beteiligung sollte meiner Meinung nach strukturell nicht nur so verankert sein, dass sie auch umsetzbar ist, sondern die Umsetzbarkeit sollte unterstützt werden dadurch, dass sie leichter umsetzbar ist und nicht verhindert wird. Zum Beispiel dadurch, dass man monatelang braucht, um eine Einsicht in eine Akte zu bekommen und dann erst damit arbeiten kann und bis dahin ist eigentlich schon alles vom Tisch. Zweitens, Vorhabenliste. Und jetzt fasse ich mich kurz. Die Klammern sind für mich die interessantesten. Und da möchte ich einfach die offene Frage in den Raum stellen. Warum? Auf Seite, zum Nachschlagen, auf Seite 6 und Seite 5 der Vorhabenliste, Seite 5, damit fange ich an. Die Abgabe und Umwidmung von Grundstücken, die größer als 500 Quadratmeter sind, oder Abgabe von Grundstücken des Landes Berlin durch Konzeptverfahren in Klammern stehen.
würde mich sehr interessieren, weil genau der zweite Teil dieser Klammer, die mich zugegebenermaßen am meisten interessiert, würde ich insofern als Klammer in Frage stellen, als dass es doch eigentlich für eine echte Beteiligung eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass gerade bei der Abgabe bzw. dem Verkauf, um es nicht ausverkauft zu nennen, von Grundstücken des Landes Berlin an InvestorInnen, diese Transparenz Grundlage sein sollte. Und das Zweite ist, dass da eine Frage steht, die da heißt auf Seite 6, wer entscheidet, was von den Ergebnissen der Beteiligung aufgenommen wird und wer ist rechenschaftspflichtig darüber, warum Ergebnisse berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt werden, genau darauf verweisen, dass dieses Papier bisher kaum diese Frage nach Verbindlichkeit beantwortet. Das heißt, diese offenen Fragen sollten meiner Meinung nach geklärt werden. Und um zum Schluss zu kommen, möchte ich kurz den Beteiligungsbeirat ansprechen, der nach Aussage der Person, die dort an der Wand dafür zuständig war, eher als Metaebene oder sagen wir Prozessbeobachtung gedacht ist. Und jetzt meine Frage an Sie, liebe Anwesende, also wenn wir zurück zu dieser Frage nach Top-Down oder Bottom-Up gehen und wir jetzt mal sehr, sagen wir mal vereinfacht sagen, hier hat die Politik, was ich richtig und gut finde, die Möglichkeit geschaffen, über Beteiligung nachzudenken und die gemeinsam zu entwickeln mit den beteiligten Personen und sie dann hoffentlich im zweiten oder dritten Schritt auch umzusetzen. Wenn diese Politik, also sozusagen die Ratpolitik, den Anspruch hat, einen Top-Down-Prozess in Gang zu setzen und zu finanzieren, der als Ergebnis haben soll, dass sich bottom-up die Menschen, die in dieser Stadt leben und arbeiten, stärker beteiligen, frage ich mich, wie wird garantiert, dass diejenigen, die letzten Endes dafür verantwortlich sind, was daraus passiert aus dieser Beteiligung, also Politik und Verwaltung, ich sage es jetzt mal hart, also überwacht werden, beziehungsweise wie der Prozess begleitet wird, um es ein bisschen einfacher zu werden, dass letzten Endes auch etwas dabei rauskommt, mit dem alle zufrieden sind. Und da stelle ich mir die Frage, ob dieser Beteiligungsbeirat nicht auch eine Prozessfunktion haben könnte, die Politik und Verwaltung in Pflicht nimmt, beziehungsweise eine Verbindlichkeit schafft, dass diese dabei auch mitmachen. Und als Letztes möchte ich nur sagen, und damit bin ich für meinen Teil damit fertig, dass Beteiligung alleine nicht immer ausreicht, beziehungsweise das Maß aller Dinge sein sollte, das ist ein guter Start, sondern dass konstruktive Kritik auch im Nachhinein, das heißt nach Beteiligungsformaten oder der Umsetzung davon, fortwährend möglich sein sollte, als demokratische Überprüfung der Umsetzung. Dankeschön.